dann darf ich Sie begrüßen zum letzten Vortragstrack an diesem schönen Donnerstag am 22.03. in Bonn. Vier interessante Vorträge. Der erste im Block Lügen mit Statistik von Frederik Ramm. Da er bestimmt was zu sich selber gleich erzählt, erzähle ich mal nichts dazu. Und daher viel Spaß und mal gucken, ob wir angelogen werden. Ja, hallo. Ich werde nichts zu mir selber erzählen. Ich werde gleich mit dem Vortrag anfangen. Lügen mit Statistik. Ich habe den Vortrag mal so ein bisschen provokativ Lügen mit Statistik genannt. Nicht alles, was an Falschinformationen über OpenStreetMap verbreitet wird, ist eine Lüge. Manchmal ist es auch einfach nur ein Irrtum oder eine Fehlinterpretation. Lüge, das setzt ja immer so ein bisschen, man impliziert immer einen gewissen Vorsatz, das will ich gar nicht unbedingt machen. Manche Leute verstehen es auch einfach falsch. Und Statistik ist auch nicht so ganz zutreffend, sagen wir mal, Lügen oder Irrtümer mit Statistik oder allgemein zahlenmäßigen oder qualitativen Aussagen über OpenStreetMap. Also, mein Vortrag ist über Missverständnisse. Wenn Leute, die sich mit OpenStreetMap noch nicht so richtig viel beschäftigt haben, auf diese Datenlandschaft gucken und sich wundern, was gibt es denn da, was ist diesen Leuten, die da mappen, offenbar besonders wichtig, womit beschäftigen sich diese OpenStreetMapper eigentlich? Wenn ich auf die Karte schaue, das ist eigentlich jedem klar, dass eine Karte immer nur ein Ausschnitt von den dahinterliegenden Daten ist. Ja, oder es ist zumindest naheliegend, dass nicht alles immer auf der Karte erscheinen kann. Die Karte ist nicht unbedingt repräsentativ für das, was wir sammeln bei OpenStreetMap. Wenn ich zum Beispiel jetzt diese Gegend hier um den Bonner Hauptbahnhof anschaue und ich schalte um auf den Datenview und lasse mir die Daten dahinter anzeigen, dann gibt es da eine ganze Reihe von Dingen, die auf dieser Karte die in den Daten drinstecken, die aber nicht auf der Karte sichtbar sind. Als Beispiel sei hier nur genannt, wenn Sie hier entlang dieser Allee schauen, da sehen Sie so eine ganze Menge kleine Kringel, die auf der Karte gar nicht sichtbar waren. Das sind die einzelnen Straßenlaternen, habe ich nachgeschaut. Die sind drin in OpenStreetMap, werden aber auf der Karte nicht angezeigt. Das ist normal, das kennt man, das verstehen auch die meisten Leute, da gibt es jetzt wenig Irrtümer. Es gibt keinen, der guckt irgendwie auf Maßstab 1 zu 100.000 auf die OpenStreetMap-Karte und sagt, da sind ja gar keine Bäume drauf. Das ist klar, dass das nicht, dass man da vielleicht reinzoomen muss oder so. Wenn Leute sich jetzt fragen, was gibt es denn eigentlich alles an Daten bei OpenStreetMap, dann ist ein erster Anlaufpunkt immer das Wiki von OpenStreetMap. Da kann man die Definitionen von allen möglichen Tags nachschauen, da kann man sich informieren, wie werden bestimmte Sachen denn so eingetragen, was wird denn so eingetragen, wie geht das denn? Und da habe ich jetzt mal hier beispielhaft eine Seite aufgeschlagen im Wiki über einen Tag namens Natural gleich Wood. Also alle Features, die bei OpenStreetMap eingezeichnet werden, werden mit solchen Tags versehen, die bestehen aus einem Schlüssel und einem Wert. Natural gleich Wood zum Beispiel ist eine der zwei Arten, wie man Wald in OpenStreetMap kennzeichnen kann. Diese Wiki-Seite kann man sich dann durchlesen, die gibt es auch auf Deutsch, da steht dann so ein bisschen, ja, das geht dann hier mit den folgenden. Ganz unten sehen Sie vielleicht noch auf der Seite, steht hier Leaf Type, also man kann dann, wenn man so einen Wald einträgt, auch noch einen Zusatztag machen wie Leaf Type und kann sagen, was für eine Art von Wald ist es denn, Blätterwald, Nadelwald und so. Gut, habe ich eine Definition. Eine andere Wiki-Seite, die ich jetzt auch mal so rausgegriffen habe, Power gleich Transformer, für so Transformatoren, die entweder in Umspannwerken stehen oder manchmal auch so vereinzelt in Häuschen irgendwo am Straßenrand. Die Seite habe ich jetzt absichtlich rausgegriffen, weil diese Transformer-Seite, wenn man sich die anschaut, die ist sehr lang. Sehen wir mal verkleinert, ja, das passt kaum auf den Beamer drauf. Sind 1 Million Zusatzinformationen, die ich da erfassen kann und was für eine Frequenz und wie viel Spulen und Wicklungen und was für eine Bauart und so weiter und so weiter. Also da kann praktisch jeder sich da vergnügen. Wenn ich mich jetzt also frage, was ist den OpenStreetMapern wichtig und ich dabei alleine nur auf diese Wiki-Seite gucke, dann schauen wir doch mal, wie es läuft, ja? Power Transformer gegen Natural gleich Wood. Transformatoren gegen Wald. Was ist in OpenStreetMap wichtiger? Was hat den höheren Stellenwert? Die Definition von Power gleich Transformer, 2200 Worte lang im Wiki. Natural gleich Wood, nur 400 Worte lang. 7 dokumentierte Zusatztags, wie ich eben gesagt habe, Power, Frequenz und dies und das kann man noch alles zusätzlich erfassen. Bei Natural gleich Wood sind nur 2 Zusatztags im Wiki dokumentiert.
Power Transformer ist ein approved feature. Das steht da im Wiki irgendwo in grün. Ja, da gab es irgendwann mal eine Abstimmung und da haben dann 20 Leute teilgenommen und 18 fanden es gut. Und da wurde also das Approved-Stempel, ja, das ist Approved. Natural gleich Wood hat diese Qualifikation nicht. Das ist also kein Approved-Tag, das ist sozusagen ein wildes Tag, das, über das nie abgestimmt wurde in OpenStreetMap, das Leute einfach so benutzen. Es sieht also ganz klar aus, Power gleich Transformer ist wesentlich wichtiger als Natural gleich Wood. Das ist also jetzt der Beweis dafür. OpenStreetMap ist ein Hort von Starkstromfreaks, denen ein Baum bestenfalls als Rohmaterial für Masten dient. Offensichtlich, weil man hat ja die Zahlen gesehen. Ja? Den OpenStreetMappern ist das offensichtlich viel wichtiger. Oder vielleicht war ich doch etwas zu schnell, zu vorschnell. Ich schaue jetzt mal auf die Tag-Info-Seite. taginfo.openstreetmap.org ist eine Statistikseite, die zählt, wie oft bestimmte Werte in OpenStreetMap vorkommen, wie viele Objekte von einer bestimmten Art gibt es überhaupt. Und dort sehe ich jetzt auf der linken Seite Power gleich Transformer, kommt also 57.000 Mal vor in der gesamten OpenStreetMap-Datenbank. Auf der rechten Seite sehe ich Natural gleich Wood, das kommt 4,6 Millionen Mal vor in der gesamten Datenbank. Also dann war ich wohl doch etwas vorschnell mit meinem Blick nur auf das Wiki. Ja? Ich meine, ich habe korrekte Fakten angeführt. Ich habe darauf hinweisen können, dass Power gleich Transformer offensichtlich viel besser im Wiki dokumentiert ist. Aber mit der Praxis hatte das relativ wenig zu tun. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt auf Mailinglisten gucken würde, worüber sprechen die OpenStreetMapper, worüber diskutieren die, würde ich wahrscheinlich auch finden, dass ich zu Transformer vielleicht viel mehr Diskussionen finde, weil da irgendwelche Stromfreaks sich drüber ausgetauscht haben. Und bei Wood, na, da haben wahrscheinlich alle Leute gedacht, ja, das ist eigentlich eh klar, braucht man nicht viel darüber zu reden. Was genau hat das Tag-Info jetzt für mich gezählt? Ich habe eine Anzahl gezählt, also ich habe nicht wie viel Waldfläche habe ich insgesamt oder so, sondern nur wie viele Objekte, die als Wald gekennzeichnet sind oder als Transformator. Ich habe eine Anzahl von OSM-Objekten gezählt und nicht etwa eine Anzahl von Objekten in der Realität. Das müssen Sie sich auch immer wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Ein Wald in OpenStreetMap zum Beispiel, das, also ein Wald in der Realität, der könnte in OpenStreetMap möglicherweise aus verschiedenen einzelnen Polygonen bestehen. Keine Ahnung, wird vielleicht durch eine kleine Straße unterteilt und dann hat sich jemand gedacht, ich stelle das besser als zwei Polygone dar. Oder auch, wenn Leute jetzt zählen wollen, wie viel Straßen gibt es in OpenStreetMap in Deutschland, dann hilft es oft auch nicht, einfach die Anzahl zu zählen. Meistens will man ja doch die Kilometer oder so. Also da muss man sich überlegen, was will ich hier eigentlich zählen. In meinem Fall habe ich also auf ein ganz bestimmtes Tag geschaut und ich habe auch nur, das Tag-Info schaut immer nur auf Daten, die aktuell in den Daten drin sind. Was ich überhaupt nicht berücksichtigt habe bei meiner Auswertung, ist jetzt die Frage, wie viele Menschen stehen da überhaupt dahinter? Also ich habe gesagt, gut, da sind 57.000 Transformatoren und 4,6 Millionen mal Wald. Aber es könnte ja jetzt sein, dass diese 57.000 Transformator-Einträge, dass das vielleicht nur so eine kleine Gruppe von 5 Menschen ist, die sich zusammengesetzt haben und diese Daten alle erfasst. Und das wäre auch interessant auszuwerten. Und da werden wir jetzt mal einen Blick drauf werfen, wie werte ich denn das aus? Wie viele Menschen stecken denn hinter irgendwas bei OpenStreetMap? Da verlässt es jetzt den Bereich, wo ich schöne Folien zeige. Da muss man jetzt so ein bisschen was auf der Befehlszeile machen. Ich nehme das Osmium-Tool und mit dem Osmium-Tags-Filter kopiere ich oder ziehe ich aus der weltweiten Planet-Datenbank einfach mal alle Objekte raus, die mit Natural gleich Wood gekennzeichnet sind und lasse mir die in eine Ausgabedatei schreiben. Dieses OPL, was Sie da sehen, das heißt Object per Line, das ist ein bestimmtes Datenformat, das von diesem Osmium beherrscht wird, wo ich OpenStreetMap-Daten besser auswerten kann, weil es ein Textfile ist. Dann läuft dieses Programm durch. Ich habe nachher eine Datei, in der sind also alle diese Objekte, die mit Natural gleich Wood gekennzeichnet sind. Ich kann die mir in Linux zählen lassen. Aha, das sind tatsächlich etwa 4,6 Millionen. Das passt zusammen mit der Zahl, die ich vorhin aus dem Tag-Info gesehen habe. Mit dem Linux-Befehl head kann ich mir mal die erste Zeile von dieser Datei anzeigen lassen.
die hat jetzt ein bestimmtes Format, brauche ich jetzt nicht allzu sehr ins Detail zu gehen. Das besteht aus einer ganz bestimmten Abfolge von einzelnen Informationen. Ganz links sehen Sie N262696, das ist die ID, das ist der Node mit dieser Nummer in der Version 4, der ist sichtbar und der ist zuletzt geändert, dann und dann und dann. Und hinten sehen Sie hier, der hat die folgenden Tags, hier Name gleich Craigswood, Natural gleich Wood, Created by und der befindet sich an dieser und jener Position. Für Insider jetzt Nebeninformation, das ist ein bisschen ungewöhnlich, dass das hier ein Node ist, weil ein Wald wäre normalerweise eher eine Fläche, der wäre dann als Way oder Relation gemappt, aber das spielt jetzt hier für meine Auswertung keine Rolle. Ich kann jetzt zum Beispiel hingehen und kann dem Linux sagen, schneid mir mal die 7. Spalte, das ist ausgerechnet die Spalte, wo der Username steht, aus dieser Datei raus, sortier mir die ganzen, schmeiß Dubletten weg und zähl mal, wie viel da rauskommen. Das ist dann die Anzahl der verschiedenen Benutzer, die jemals als letzter Editor eines Waldes aufgetreten sind. 35.000. Also diese 4,6 Millionen Waldeinträge sind von 35.000 verschiedenen Benutzern zuletzt bearbeitet worden. Ich kann auch mit einem etwas längeren Linux-Befehl mir zählen lassen, welche Benutzer haben denn am meisten gemacht. Ja, dann ist okay, der Benutzer kann weg Imports, hat es 70.000 solche Natural gleich Wood-Gebiete eingetragen, der Benutzer Gishuliak 67.000 und so weiter und so weiter. Die Liste geht dann weiter, ich habe jetzt nur die ersten 5 anzeigen lassen. Ich habe jetzt in meiner Auswertung noch einen kleinen Fehler drin, und zwar, ich habe jetzt nur geguckt, wer hat etwas zuletzt bearbeitet. Aber der etwas zuletzt bearbeitet hat, ist nicht notwendigerweise der, der es auch zuerst eingetragen hat. Also das kann sein, da ist vielleicht irgendwie eine kleine Clique von Transformator-Eintragern, das sind nur 10 Leute, die erfassen immer neue Transformatoren, aber ab und zu kommt jemand anders, verschiebt den vielleicht ein kleines bisschen oder ändert ein bisschen was an der Geometrie, ohne sich jetzt wirklich viel mit Transformatoren auszukennen oder zu beschäftigen, dann wäre diese andere Person als letzter Bearbeiter in meiner Statistik. Und eigentlich interessiert mich mehr sozusagen diese Kerngruppe, wie viele Leute sind denn die, die diese Transformatoren zuallererst eingetragen haben. Um das rauszufinden, muss ich etwas tiefer einsteigen, eine etwas kompliziertere Analyse machen. Ich muss diesmal das History-File zu Rate ziehen. In dem History-File stehen alle Versionen von einem Objekt drin. Da steht also nicht nur die aktuelle Version von einem bestimmten Objekt, sondern auch alle früheren Versionen eines Objektes drin. Und da kann ich dann mit einem kleinen Perl-Skript zum Beispiel, das werde ich jetzt hier nicht weiter erklären, was das genau macht, aber die Logik ist klar, wenn Sie sich nochmal dieses OPL-File von vorhin vor Augen führen, ich gehe mal eine Folie zurück, da ist nochmal abgebildet, da steht also bei jedem Objekt die Tags dabei und was mich jetzt interessiert, ist sozusagen, welcher User hat als erstes irgendwie dieses Natural gleich Wood-Tag da dran gemacht oder welcher User hat ein Objekt neu erfasst mit dem Natural gleich Wood-Tag. Das macht dieses kleine Perl-Skript, das frickelt mir dieses Textfile auf in ein kleines Array und dann sehen Sie hier, 4. Zeile von unten, wenn das Ganze hier ein Natural gleich Wood-Tag hat und ich das Objekt noch nicht verarbeitet habe, dann gib mir diesen Usernamen aus. Wenn ich dieses Perl-Skript jetzt laufen lasse, dann komme ich statt meiner vorigen 35.000 Benutzer auf etwa 30.000 Benutzer. Das heißt, ich weiß jetzt, 30.000 Leute haben jetzt sozusagen erstmalig ein Natural gleich Wood eingetragen. 30.000 Leute in der OpenStreetMap sind aktive Benutzer von diesem Natural gleich Wood Tag. Und ich kann jetzt noch, es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich vielleicht berücksichtigen sollte. Manchmal macht man eine kompliziertere Änderung an einer Geometrie, eine Änderung von einem normalen Polygon auf ein Multipolygon oder so und dadurch ist man dann der Erzeuger von etwas, von einem neuen Objekt, obwohl man eigentlich nur eine oberflächliche Änderung, also man hat nur eine Änderung an der Geometriestruktur gemacht und sich gar nicht so damit beschäftigt. Ist das jetzt hier ein Wood oder ein Transformer oder irgendwas? Man hat irgendwas gemacht. Und deswegen habe ich gedacht, ich filter vielleicht nochmal die raus, die unter 5 Edits haben, also alle, die unter 5 Wälder neu eingetragen haben, die zähle ich mal nicht. Ich zähle mal nur Leute, wer hat Natural gleich Wood 5 oder öfter benutzt und das ist die Zahl, auf die ich am Ende komme, diese 14.000. Das ist jetzt mal eine einigermaßen gute Zahl, wo man sagen kann, also habe ich 14.000 Leute, die tatsächlich persistent mit diesem Natural gleich Wood Tag arbeiten. Also was habe ich gezählt? Wieder eine Anzahl, diesmal aber nicht eine Anzahl von Objekten, sondern eine Anzahl von Personen, die ein bestimmtes Tag erstmalig einem Objekt hinzugefügt
oder ein Objekt mit diesem Tag erstellt haben. Die Objekte könnten inzwischen sogar gelöscht sein, da habe ich jetzt nicht nachgefiltert, die wären dann trotzdem in History-File drin, aber das ist für die Betrachtung, für die Aussage, was ist wichtig in OpenStreetMap, auch gar nicht so relevant. Was ich eben jetzt nicht analysiert habe mit meiner Software ist, wenn einer jetzt irgendwie so eine gewisse Geometrieänderung macht und deswegen nur aus technischen Gründen als erster Bearbeiter eines Objekts dasteht, da habe ich da mal meine Faustregel gesagt, okay, Benutzer mit kleiner gleich 5 Edits, die zähle ich nicht. Hier haben Sie ein kleines C-Programm, das ich jetzt auch nicht weiter erklären werde, aber nur so viel, das macht genau das Gleiche wie das Perl-Skript vorhin, bloß schneller. Das Perl-Skript vorhin arbeitet mit dieser Textdatei und braucht, um auf dem ganzen Planeten drauf zu laufen, etwa 12 Stunden. Dieses Programm braucht nur 20 Minuten oder sowas, um den ganzen Planet einmal durchzulaufen. Macht aber genau das Gleiche, prüft, ob irgendwas das Tag Natural gleich Wood hat und wenn ich das Objekt noch nicht verarbeitet habe, wird es ausgegeben. Hier nochmal die Endergebnisse, Transformator versus Wald. Ganz oben sehen Sie also nochmal Transformator, 2200 Wörter im Wiki, Wald nur 409 Tags, das ist falsch, da müsste eine 7 stehen, 7 Tags versus 2 Tags. In den Daten 57.000 versus 4 Millionen und Mapper, da habe ich also gezählt, etwa 1.080 Leute haben 5 oder mehr Transformatoren eingetragen, 14.500 Leute haben 5 oder mehr Wälder eingetragen. Warum mache ich das eigentlich, diese ganze Betrachtung? Eigentlich geht es um Sex. Und zwar, OpenStreetMap ist in der Vergangenheit öfter mal in die Kritik geraten und das heißt, da sind ja viel mehr Männer als Frauen. Das ist völlig richtig, wenn Sie zu irgendeinem OpenStreetMap-Stammtisch gehen, dann sehen Sie, dass da irgendwie 95% Männer sind, wenn überhaupt eine einzelne Frau anwesend ist. Und da wird OpenStreetMap öfter mal kritisiert und es wird behauptet, weil da ein so großes Übergewicht von Männern ist, sind auch die Daten gefärbt. Es sind ja nur Männer, die diese Daten erfassen, also gehen die auch mit männlichem Blick durch die Welt und erfassen auch nur Daten, die für Männer relevanter sind. Ich zweifle nicht daran, dass das dass da ein bisschen was Wahres dran ist. Allerdings wird das dann in der Presse oft zu sehr platten Dingen heruntergedampft, wie eben zum Beispiel zum Thema Sex und Prostitution. Da gibt es bei OpenStreetMap also Tags für Bordelle, Stripclubs oder Swingerclubs. Und es gibt bei OpenStreetMap natürlich auch Tags für Kindergärten und so weiter. Und dann schreibt die Presse gerne mal so Dinge wie, naja, Frauen interessieren sich ja mehr für Kindergärten, ne, ist ja klar, und Männer mehr für Bordelle und deswegen sind auch viel mehr Bordelle in OpenStreetMap oder die sind auch viel wichtiger in OpenStreetMap und so. Und wenn man das genauer analysiert, kommt man zu so einer bisschen ähnlichen, da gibt es ähnliche Fälle wie eben mit meinem Transformator- und Waldbeispiel. Auch hier habe ich mal, wenn man jetzt in dieses Tag-Info reingeht und ich gebe da ein Brothel, also Bordell, dann finde ich da so einen Haufen Tags, die es da so gibt, ja, Sauna, Club und Apartment und Eros Center und ob es Flatrate gibt und Escort Service und Gangbang und Street Prostitution und weiß der Kuckuck was. Und jemand, der das oberflächlich betrachtet, der denkt, mein Gott, OpenStreetMap ist das Bordellverzeichnis der Welt, ja. Und wenn ich Childcare eingebe, dann sehe ich da irgendwie nur so ein paar popelige, ja, Childcare und Childcare Capacity und so. Ich habe also bewiesen, OpenStreetMap ein Hort von Männern, die sich mehr für Puffs interessieren als für Kindergärten. Und das kommt jetzt lustig rüber, aber mich schmerzt das, wenn solche Sachen dann tatsächlich, teilweise gibt es da auch wissenschaftliche Papers, wo die Leute sowas behaupten und die dann wieder zitiert werden und wieder zitiert. Und das stimmt einfach nicht, weil wenn man auf die Daten guckt, dann habe ich hier wieder mal so eine Zusammenstellung gemacht, ähnlich wie eben mit dem Wald und den Transformatoren. Also wenn ich mal alle Definitionen von diesen sex-related Sachen im Wiki zusammenfasse, dann komme ich auf 440 Wörter. Versus 730 Wörtern von Zeug, die sich irgendwie mit Kindergärten befassen. Es gibt tatsächlich 16 verschiedene dokumentierte Zusatztags, wie Sie eben gesehen haben, mit ob es jetzt hier Flatrate gibt im Bordell und so. Bei Kindergärten sind nur 6 Tags definiert. Das sagt aber nicht so richtig viel. Ja? Ich könnte genauso gut bei Kindergärten auch sowas haben wie Childcare Doppelpunkt Mahlzeiten, yes, no, Childcare Doppelpunkt irgendwas, yes, no. Das wird halt dort anders abgebildet. Wenn man in die Daten reinguckt, dann habe ich weltweit 3.600 irgendwelche Bordelle und andere Sexclubs versus 212.000 Kindergärten.
Und wenn ich dann gucke, wie viele Menschen stecken dahinter, die diese Daten erfassen, dann stelle ich fest, 135 Menschen in OpenStreetMap haben 5 oder mehr Bordelle eingetragen, aber 7120 Menschen in OpenStreetMap haben 5 oder mehr Kindergärten eingetragen. Die Behauptung, also es ist sicherlich richtig, dass in OpenStreetMap mehr Männer sind als Frauen, das ist gar keine Frage. Aber die Behauptung, dass deswegen die Daten komplett verfälscht werden, die lasse ich also sehr ungern auf mir sitzen. Und das habe ich versucht jetzt, ich habe versucht, so ein bisschen Ihren Verstand zu schärfen, dass man eben etwas genauer hingucken muss, wenn jemand solche Dinge behauptet über OpenStreetMap. Ganz kurz noch 2, 3 plakative Bemerkungen, die auch in der Vergangenheit in der Presse waren. In OpenStreetMap sind 83.000 Ärzte. Darunter sind nur 1033 Frauenärzte. Sexismus, ganz klar, ja. In Wahrheit ist es so, nur bei 18.000 Ärzten ist überhaupt irgendeine Fachrichtung angegeben. Die meisten, bei denen eine Fachrichtung angegeben sind, sind etwa irgendwie 5.000, sind Allgemeinärzte, das ist das hellblaue da links. Das nächste, das dunkelrote, sind die Frauenärzte, das sind die 1033 Frauenärzte. Dann kommen Augenärzte, Kinderärzte, Internisten und noch so ein paar andere mit Spezialitäten. Und die allermeisten Ärzte in OpenStreetMap haben einfach überhaupt keine Spezialisierung erfasst, weil die Daten noch nicht so gut sind. Ja, das ist zwar schade, dass die Daten nicht so präzise sind, aber man kann jetzt nicht sagen, dass da echt ein frauenspezifischer Missstand wäre. Unter 205.000 Toiletten in OpenStreetMap sind nur 8.500 Damentoiletten. Das ist richtig. Aber es sind auch nur 8.600 Herrentoiletten da. Die allermeisten sind, 16.000 sind Unisex und die allermeisten bei OpenStreetMap haben gar keine Angabe dazu, ob es Damen- oder Herrentoiletten sind. Das heißt, auch das ist, ja, das ist halt Lügen mit Statistik. Die Zahl ist richtig, aber die Aussage, die ich damit dahinter dann baue, konstruiere, OpenStreetMap ist ja irgendwie frauenfeindlich, die ist nicht ganz richtig. Wie gesagt, es ist ohne Zweifel richtig, dass OpenStreetMap ein massives Übergewicht von Männern hat und jede der hier anwesenden Damen ist echt herzlich willkommen mitzumachen bei OpenStreetMap. Ich bin fest davon überzeugt, dass das dem Projekt was nützt und auch interessante neue Perspektiven bringt, aber so plakativ, wie das oft in der Presse gemacht wird, stimmt halt vieles nicht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke für den sehr interessanten Einblick, aber es sind ja trotzdem mehr Männertoiletten als Frauentoiletten. Das ist korrekt, ja. Wie viel waren es? Es sind 150, glaube ich. 150 also. Mehr. Ja. Gibt es denn Fragen dazu? Ja, mich würde interessieren, könnte Sie mal ein Beispiel nennen, wo Sie diesen Vorwurf gelesen haben? Also es gab jetzt gerade vor wenigen Tagen ein Paper, das veröffentlicht wurde. Wie hieß denn das? Global Cities, so ein Online-Dings, wo diese Zahlen, weiß das zufällig irgendjemand, wie diese Webseite hieß? Also das war ein großer Artikel, der hieß Who Maps the World? Too often it's only men, und dann war halt ein massives Beispiel mit all diesen Sachen, wo das mit den Frauenärzten dann kam noch irgendwie Abtreibungskliniken, hatte noch jemand gezählt und hat gesagt, sind ja auch viel zu wenig. Also die meisten Leute, die sowas anfangen, verstricken sich meiner Ansicht nach relativ schnell in Dingen, die ich dann wiederum relativ sexistisch finde, wie eben diese Annahme, Frauen interessieren sich hauptsächlich für Kindergärten, was irgendwo doch auch Murks ist, ja. Aber ja, also es gibt ein etwas älteres Paper, das ist 5 Jahre alt, von Monica Stevens. Da wird konkret auf diese Sache mit den Bordellen hingewiesen. Da wird also gesagt, hier offensichtlich sind das ja diese Männer bei OpenStreetMap, die sich für diese Sachen interessieren. Das wird dann noch erschwert dadurch, dass das Paper aus Sicht einer Amerikanerin geschrieben ist, wo Prostitution auch illegal ist. Das heißt, da hat das Ganze noch so ein bisschen, ja, das sind ja alles diese verschweinten Deutschen da, bei denen das ja erlaubt ist. Also da wird schon viel, da wird OpenStreetMap schon viel und gerne fertig gemacht aus der Ecke der, sag ich mal, professionellen Minderheitenforschung. Ja.
Wie gesagt, das ist richtig, in OpenStreetMap sind hauptsächlich weiße Männer unterwegs. Ja, das kann man schon so sagen. Bloß es werden oft, glaube ich, zu leicht Fehlschlüsse daraus gezogen und gesagt, ah, weil da nur weiße Männer sind, ist ja auch logisch, dass dann da lauter Bordelle sind und keine Damentoiletten oder sowas. Gibt es weitere Fragen? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn das nicht der Fall ist, könnten Sie den Raum wechseln? Aber nicht. Also Sie dürfen auch gerne hierbleiben für den nächsten Vortrag oder Sie wechseln den Raum. Dankeschön, Frederik.